Willkommen zu einem Video der anderen Art hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht aktuell, ich bin hier gerade in einem Live-Trade drin und in ungefähr 3 Minuten haben wir unsere News. Ja, 14:30 die News. US-Dollar für Unemployment Claims, ja, 2 Minuten 47. Unemployment Claims, aber die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe. Und das ist meistens mal eine News, die den Markt unglaublich gut, ich sag mal, impactet. Ja. Wir haben ja Forecast vorhergesagt worden, 239.000, die vorherigen dann auch 239.000. Und sollten die Zahlen besser ausfallen, ist das gut für den US-Dollar und schlecht natürlich auch für Gold, in dessen Richtung wir natürlich auch gerade sind. Ja, ich bin jetzt hier aktuell 9.600 US-Dollar im Gewinn. Ja, gucken wir mal, wie das Ganze gleich ablaufen wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann sehen wir uns letztendlich gleich. Ich denke, ich werde die Position definitiv auf Break-Even ziehen, ja, dass ich, falls der Markt in die entgegengesetzte Richtung geht, natürlich trotzdem noch im Profit raus bin, nicht im Minus. Und ansonsten würde ich sagen, probieren wir die Position einfach so schnell es geht zu schließen und werden sehen, wo es uns dann hinführen wird. So, ich habe jetzt schon mal die Aufnahme gestartet. Wir haben noch ungefähr 49 Sekunden Zeit. Ich werde hier nebenbei bei meinem Handy oder an meinem Handy die andere Position versuchen zu schließen, die ich mit dem Kleinaccounter aufhabe. Und alles andere werde ich hier manuell machen über den MetaTrader. Ja. Dann werden wir letztendlich sehen, wie das Ganze ausfallen wird. Und ich bin letztendlich gespannt, was es wird, ja noch 28 Sekunden. Das Ganze neigt sich so langsam dem Ende. Und die News, ich habe jetzt die Position auf jeden Fall auf Break-Even gezogen und werde die dann einfach hier ganz normal per Position schließen, rausnehmen. Ja, das ist die Idee auf jeden Fall dahinter. Die Position hier schließe ich an sich auch so manuell. Und dann würde ich sagen, sind wir in 10 Sekunden schlauer, in welche Richtung es denn letztendlich gehen wird. Ich nehme mal hier noch den Alarm raus, dass er uns nicht abfuckt. Ja, es ist gerade ein bisschen unentschlossen auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Ja, wir sehen hier, der Preis dümpelt hier ein bisschen rum. Die Zahlen sind an sich 230, also schlecht für den US-Dollar, gut für Gold. Ne? Ja, 230, also gut für US-Dollar sozusagen, schlecht für Gold. Ja, wir sehen, jetzt bricht es ja langsam ein. Unemployment Claims kommen raus. Unsere Order wird größer und größer und größer. Es hält sich noch ziemlich in Grenzen gerade, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie groß der Push gerade ungefähr ist in M1. Das war nicht mal so groß. Jetzt haben wir schließen auf jeden Fall jetzt schon mal die erste Position. Mit 5.500. Ja. Akzeptieren das Ganze. Zack, erste Position geschlossen. Huch. Erste Position geschlossen. Und die zweite würde ich sagen, lassen wir ein bisschen laufen. Wir ziehen unseren Stop-Loss hier drüber. Und unseren Take-Profit ganz normal lassen wir hier. Ja, sollte es irgendwelche Updates geben, werde ich hier euch nochmal oder werde ich nochmal. Ja, werde ich nochmal auf euch drauf zukommen. Aber ich denke, das war es auf jeden Fall hiermit soweit gewesen erstmal. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall der Standpunkt. Ja, es sieht gerade eher so ein bisschen aus, als würde es mal nach oben gehen. Ja. Hier ist das Entgegengesetzte. Ich bin der Meinung, wir haben die Position ein bisschen zu früh geschlossen. Ja, aber das ist scheißegal. Auf dem kleinen Account habe ich sie geschlossen bei 19,15. Ja, also auch gute 20 Pips nicht mitnehmen können, aber scheißegal. So ist es eben manchmal einfach. Trotzdem würde ich sagen, war es das jetzt an dieser Stelle mit diesem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch der Content generell gefallen hat, lasst da gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann kommt langfristig gesehen in der Zukunft auch mehr davon.